liebe Bücherwürmer, ich habe für euch heute meine Neuzugänge aus dem Juli. Eventuell werde ich dieses Video nicht fertig drehen können, weil ich vorher vor Schwitzen gestorben bin. Aber ich gebe mir Mühe. Mit den Carlsen-Neuzugängen sind bei mir 28 Titel eingezogen. Ja, fragt mich nicht, wie ich diese Bücher überhaupt stapel. Sie liegen kreuz und quer in meinem Zimmer. Ich habe hier in Ravensburg ja auch keine Bücherregale. Deshalb habe ich mittlerweile so riesige Haufen, die immer mehr nach oben gehen und sich fast unter die Decke stapeln. Und eben, weil so viele Titel sind, legen wir doch jetzt mal direkt los. Kann es jetzt mal bitte aufhören, hier die ganze Zeit zu bimmeln? Folgende Titel sind beim Carlsen Verlag verlegt worden. Secret Elements von Johanna Dunninger. Gläsernes Schwert, der zweite Teil der Roten Königin von Victoria Aveyard im Taschenbuch. Ernsthaft, jetzt kommt noch eine Glocke hinzu. Das wird der Eskalationshall. Ich habe jetzt das Fenster zugemacht, also werde ich eventuell ersticken. Weiter geht es mit Auf Emma gejagt von Erin Summerhill, ebenfalls jetzt im Taschenbuch erschienen. Du wolltest es doch von Louise O'Neill. Scarlet, ein Löffelchen Geheimnis und der Duft von Magie von Laurel Remington, erschienen bei Chicken House. Ein Stinktier macht Theater von Ilana K. Arnold. Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess von Anna Wolz. Und Nearly Dead, am Ende stirbst du von El Cosimeno. Die Titel habe ich euch alle schon in meinen Neuzugängen aus dem Carlsen Verlag vorgestellt. Das heißt, ich werde euch das Video mal auf dem i hier irgendwo und unten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr erfahren, worum es in den Titeln geht und wieso diese Titel besonders spannend für euer Bücherregal sein sollten. Twink, twink, twink. Machen wir deshalb gleich weiter mit einem Titel aus dem Carlsen Verlag, der allerdings erst im November erscheint. Es handelt sich hier um das Leseexemplar, das mir geschickt wurde. Nämlich Jeder von uns ist ein Rätsel von A.J. Steiger. Der Titel wird übrigens angeteasert mit einer umwerfenden Liebesgeschichte voller Tiefe und Emotionen. Und genau das ist es, was ich unbedingt auch mal wieder lesen möchte. In dem Jugendbuch geht es um Elvie, die andere Menschen nicht verstehen kann. Sie lebt so richtig zurückgezogen und nur für sich. Eines Tages lernt sie Stanley kennen und sie haben beide ein ungewöhnliches Hobby, nämlich Quantenphysik. Und beide haben so ein richtiges Problem damit, sich zu öffnen gegenseitig. Aber sie sind sehr geduldig. Und ich finde es total interessant, auch mal so eine Liebesgeschichte zu lesen über zwei sehr ungewöhnliche Menschen, die ihren Weg zueinander finden. Also wie gesagt, leider erscheint der Titel erst im November, aber der Carlsen Verlag hat mir erlaubt, euch schon mal ein bisschen anzuteasern, worum es geht. Um große Gefühle geht es auch in Kelly Morans Redwood Love von Roald Polaris bzw. KISS. Ich habe hier schon ein ganzes Video gedreht, das mit diesem Buch zu tun hat und ein Unboxing. Und auch das werde ich euch hier irgendwo auf dem i und unten in der Infobox nochmal verlinken. Es ist eine Liebesgeschichte, die in dem Örtchen Redwood spielt. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann empfehle ich euch das Video. Let's get fantastisch, nämlich mit Undying, das Vermächtnis von Amy Kaufman und Megan Spooner. Und die zwei sind ja bekannt dafür, dass sie so Fantasy-Sci-Fi-Geschichten schreiben, die aber immer mit so einer kleinen Liebesgeschichte verbunden sind. Hier geht es um einen Jungen, der ein verwöhntes Oxford-Genie ist. Und die Protagonistin ist eine Plünderin aus der Unterwelt von Chicago. Ihr merkt, die zwei sind ganz schön unterschiedlich. Und im echten Leben hätten sie sich wahrscheinlich echt gehasst. Auf dem Planeten Gaia begegnen sich die beiden und sie stellen fest, oh, sie brauchen einander. Und zwar wirklich dringend. Sie tun sich zusammen für eine relativ pragmatische Zweckgemeinschaft, wie der Klappentext so schön sagt. Ich finde diese zwei Wörter einfach so toll in der Kombination, deswegen musste ich sie leider erwähnen. Die Frage ist aber, ob dahinter mehr steckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dahinter mehr steckt, weil die zwei Autorinnen schaffen es ja immer eigentlich ziemlich coole Liebesgeschichten zu schreiben. Der Titel ist bei Sauerländer erschienen. Unser Book Planetarium Buch des Monats Juli war Children of Blood and Bone, Goldener Zorn von Tomi Adeyemi. Und ich habe ja in meinem letzten Leserückblick schon viel über den Titel berichtet und auch in der Book Planetarium Live-Show, deswegen ich es hierbei belasse und euch auch in dem Fall auf dem i und unten in der Infobox nochmal den Link zur Live-Show lasse. Und natürlich auch zum Leserückblick. Cat und Cole von Emily Suvada, die letzte Generation ist übrigens der Untertitel, ist bei Planet bei Thienemann Esslinger erschienen. Und wenn man den Klappentext lesen will, sieht man erstmal das. Könnt ihr es erkennen? Ganz viele merkwürdige Buchstaben. Man denkt sich so, ich kann gar nichts erkennen. Und hier steht eigentlich in Rot, dann nur, wenn du das liest, bin ich tot. Habe einen Impfstoff gegen das Virus entwickelt. Er ist unsere letzte Rettung. Du musst ihn entschlüsseln und sie dürfen dich niemals kriegen. Ich meine, come on, wen catcht das nicht? In der Welt, in der das Ganze spielt, hat jeder Mensch so ein eigenes Panel. Und damit sind Mensch und Technik miteinander verschmolzen und zum Beispiel alle Schönheitsmakel sind weg. Bis allerdings eine Seuche ausbricht. Und Cat, die ist die Tochter eines Wissenschaftlers. Die wird entführt.
geführt. Cole spürt sie eines Tages auf und sie erfährt dann eben, dass ihr Vater gestorben ist. Und für sie geht alle Hoffnung logischerweise verloren. Die beiden müssen allerdings zusammenhalten, denn angeblich ist Cole der Schlüssel für die Rettung. Uff, das klingt nach einem krassen dystopischen Sci-Fi-Roman. Und ich freue mich schon sehr darauf, mehr darüber zu erfahren. Meine alleine das Cover ist schon so geil. In Verfolgung, die Kinder der Götter von Aurelia Felten, geht es um Alex. Und Alex ist nicht schuldig, wurde aber trotzdem in den Tartarus geworfen. Und wer so ein bisschen meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich ja auch ziemlich auf griechische Mythologie abfahre, vor allem auf Percy Jackson und Tartarus. Das ist die Hölle. Alex ist eine Furie und für sie beginnt jetzt erst so der ganze Racheakt, denn sie ist jetzt dadurch frei, dass sie in den Tartarus geworfen wurde. Alex will natürlich jetzt Rache und der hundertarmige Kerl will sie dabei unterstützen und auch beschützen. Und Alex ist sich nicht so ganz sicher, ob sie das eigentlich wirklich braucht. Aber sie merkt, dass Kerl ihr immer mehr ans Herz wächst. Ich habe vom Hippomonte Verlag ein echt schönes Paket dazu geschickt bekommen. Nicht nur mit dem Roman, sondern auch mit der Kerze. Und Moment, wo ist es? Mit einem Lesezeichen natürlich auch noch. Und ich habe noch nicht an der Kerze geschnuppert, weil ich fand, das sollte ein Live-Ding sein. Oh, sie glitzert übrigens. Ja, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wonach die Kerze riecht. Aber sie riecht gut. Steht auch nicht drin, was drin ist. Bei uns auf der Arbeit habe ich mir aus dem kostenlosen Buchregal Schattendiebin, die verborgene Gabe von Catherine Egan mitgenommen. Der Titel ist bei Ravensburger erschienen. Der Titel spielt in einer Fantasy-Welt. Und die Protagonistin Julia hat eine besondere Gabe. Sie kann nämlich einfach verschwinden. Julia hat einen Auftrag bekommen. Und zwar soll sie nämlich Dienstmädchen für eine reiche Familie spielen. Und dort merkt sie, dass diese Leute noch fiesere Geheimnisse haben als sie eigentlich selbst. Und sie muss sich entscheiden, ob sie ihrem Herzen traut oder einfach ihre komplette Moral über Bord wirft. Ich habe bisher nur Gutes über den Titel gehört und dachte mir, nimm ihn doch einfach mit, wenn er umsonst im Buchregal steht. Ich arbeite ja auch oft mit Agenturen zusammen, um euch Verfilmungen von Comics oder Büchern näher zu bringen. Und mir wurde zugeschickt Deine Juliet von Mary Ann Schaeffer und von Annie Barrows. Der Roman spielt Ende der 40er Jahre und handelt von der jungen Schriftstellerin Juliet. Sie erhält einen komischen Brief von jemandem, der ein Buch erworben hat, das mal ihr gehört hat. Es beginnt ein Briefwechsel und der soll natürlich auch so ein bisschen helfen, über diese schwierigen Kriegszeiten hinweg zu kommen. Und je mehr Juliet über den Absender erfährt, desto mehr wünscht sie sich, ihn einmal zu treffen. Sie zieht also los. Und was dann passiert, könnt ihr entweder im Roman nachlesen oder bald im Kino in der Verfilmung schauen. Und ein Kinderbuch darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist Billionenboy von David Walliams von Rowohlt Rotfuchs. Ich bin ja ein großer Fan der Bücher von David Walliams. Das sind einfach immer lustige Kinderbücher, die schön illustriert sind und noch so ein bisschen gemeinen Humor zwischendurch haben und deswegen finde ich sie so toll. In diesem Kinderbuch geht es um einen 12-jährigen Jungen, der billionenschwer ist, der also echt reich ist und er hat eigentlich alles, wünscht sich aber nur eines, einen echten Freund. Und ich hoffe, dass es auch wieder so ein bisschen bittersüß ist, dass man sich nachher so denkt so, das war einfach so schön. Das habe ich nämlich sehr oft, wenn ich die Bücher von David Walliams lese. Weiter geht's mit den Comics. Auch hier wieder im Schnellformat, denn diese beiden Titel habe ich euch schon in meinem letzten Lesemonat vorgestellt. Das ist das Inferno-Fanmagazin von Kylo Ren und Hux of Star Wars von Queen Stardust. Das heißt, es gibt einen Comic und ein paar Illustrationen am Ende. Und von Sophia Hamback, This Feeling of Emptiness Like Shopping for Groceries and Forgetting to Bring the Pfandflaschen. Illustriert von Julia Feller. Den Titel von Sophia Hamback würde ich am ehesten als Essay mit Illustrationen bezeichnen. Und es geht hier um eine beendete Liebschaft. Wenn ihr mehr über die Titel wissen wollt, dann schaut euch meinen Lesemonat an. Oliver Mielke und Hannes Radke haben mir ihren Comic Nigu Negu zugeschickt. Und zwar ist es ein Romantic Comedy Comic. Sag das jetzt 10-mal hintereinander. Der ist bei Paramount verlegt worden. Und eigentlich ist der Titel ein Webcomic. Es geht um den Nerd Martin und den Nice Guy Arne. Es geht um ihre Männerfreundschaft. Beide sind wahnsinnig unzufrieden mit ihrem Leben. Vor allem mit der Frauenwelt werden sie einfach nicht so richtig warm. Und deshalb holen sie sich Hilfe von einem Guru. Ich bin mal super gespannt auf das Frauenbild in diesem Comic und freue mich natürlich auch auf die ganzen Nerd-Referenzen. Mit dabei war übrigens dieser mega geile Jutebeutel. Vielen Dank, Jungs. Dann wird es jetzt etwas märchenhafter mit Schneewittchen. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich total blamieren, wenn ich die Namen der Macher ausspreche. Lilian, Vessilier, Grosjean? Warum bin ich so eine Niete im Französisch? Dieser Comic ist bei Splitter erschienen und eine Neuinterpretation von Schneewittchen. Als ich den Comic das erste Mal gesehen habe, war ich sofort
super begeistert von den Illustrationen. Und das war halt auch so der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte ihn unbedingt lesen. Und als ich das erste Mal reingesehen habe, habe ich was ziemlich Cooles entdeckt. Hier gibt es nämlich eine letzte Seite, die man mit einem Spiegel entziffern muss. Und sowas finde ich immer mega cool. Ich bin sehr gespannt, wie Schneewittchen hier dargestellt wird. Und alle Comics, die jetzt folgen, sind vom Panini Verlag. Fangen wir doch an mit Star Wars Abenteuer, Helden der Galaxis. Das ist ein Kindercomic, der Geschichten aus unterschiedlichen Zeitabschnitten von Star Wars erzählt. Und ich finde, das erkennt man auch ganz gut am Cover. Wir haben ja zum Beispiel den jungen Han Solo und aber auch Rey. Weil ich Star Wars liebe, konnte ich daran nicht vorbeigehen. Jetzt ist aber wieder Superhelden Zeit. Diese beiden Comics durfte ich mir auf der Comic-Con in Stuttgart mitnehmen. Wir haben ja für Hipster Fangirl Fashion einiges für Panini gemacht und in der Jury beispielsweise gesessen, einen Fotopoint betrieben. Und daher war Panini so nett, uns auch mit ein paar Comics auszustaffieren. Und wir haben einen ziemlich dicken Stapel bekommen. Das waren aber die einzigen so, die ich noch nicht gelesen hatte. Und deswegen habe ich mich für zwei Deadpool-Comics entschieden. Zum einen ist es die Deadpool Killer Collection Totgesagte Lieblinge. In dem Comic landet Deadpool nämlich in einer klassischen Spider-Man-Geschichte. Und zwar auch noch in den 60er Jahren. Und er muss natürlich versuchen, in seine eigene Zeit zurückzukehren. Tja, und was könnte wohl in Deadpool Team-Up passieren? Deadpool muss sich natürlich mit anderen Leuten zusammentun. Und wie das Cover schon verrät, sind das unter anderem die Ghost Rider. Ein höllisch heißes Abenteuer, auf das ich schon echt gespannt bin. Vor allem darauf, wie Deadpool im Team agiert, weil ich glaube, das kann nur schief gehen. Der dritte Band von Gwenpool ist erschienen. Und zwar ist das Mörderische Spiele. In diesem Band wird Gwenpool beauftragt, eine Kleinstadt von einem Vampir zu befreien. Ja, und auf einmal hat sie Blade an ihrer Seite. Der ist nämlich Vampirjäger. Das Besondere ist, dass Gwenpool denkt, sie wäre in so einer Videospielreihe. Das heißt, sie glaubt auch, keine Konsequenzen vor sich zu haben. Und das macht diese Comicreihe zu etwas ganz Besonderem. Es ist immer super witzig und springt auch oft durch die vierte Wand. Yes, ich habe noch mehr Frauenpower für euch von Marvel, nämlich Spider-Gwen. Das ist Band 5, Dunkle Bestimmung. Gwen Stacy lebt in einer anderen Welt. In der ist sie die Spider-Woman und Peter Parker ist gestorben. Mittlerweile arbeitet Gwen für den Anwalt Matt Murdock. Und in dieser Parallelwelt ist alles ein bisschen anders. Also Matt Murdock ist nicht unbedingt so der nette Anwalt von nebenan. Und auch Harry Osborn und eine S.H.I.E.L.D.-Agentin sollen in diesem Band eine Rolle spielen. Und ich habe gelesen, ein Kopfgeldjäger namens Logan ist dabei. Und ich frage mich natürlich, ist das unser Logan? Das werde ich leider nur erfahren, indem ich den Comic lese. Und dann geht es natürlich auch noch weiter mit den Avengers. Das ist Band 25 und beschreibt die neue Legacy-Ära. In dieser Legacy-Ära verbünden sich die Champions mit den Avengers, das heißt die Kids mit den Erwachsenen. Und das finde ich total cool zu sehen. Ich bin sehr gespannt, weil in diesem Heftchen soll High Evolutionary eingeführt werden. Und von diesem gottgleichen Wesen habe ich noch nie etwas gehört. Es könnte also ziemlich spannend werden. Und zum Schluss gibt es noch etwas aus der Welt von DC, nämlich einen neuen Harley Quinn Comic. Das ist schon der 6. Und man sieht schon, es wird politischer, denn der Titel heißt auch Welt Harley. Harley will sich nämlich gegen den korrupten Bürgermeister stellen und sich selbst zur Wahl aufstellen. Nach einer eskalierten Geburtstagsparty, die sie zusammen mit Poison Ivy und Catwoman verbracht hat, hat sie nämlich die Schnauze voll. Also was kann ich dazu nur sagen, außer Welt Harley. Und das war's auch mit den Titeln, die im Juli bei mir neu eingetroffen sind. Waren da vielleicht auch einige bei, die ihr schon kennt oder selber gelesen habt? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und natürlich würde ich es auch gerne erfahren, wenn jetzt ein neuer Titel auf eurer Wunschliste steht. Ich bin Lea von Libreriarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Libreriarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer. Das heißt, es gibt einen kleinen Comic und ein paar Illustrationen.